Boah, Freunde, herzlich willkommen zu Alles mit dem Ende ausmachen, Max. Hallo, bist du doof? Also so schnell konnte ich nicht mehr von meiner Maus auf Plus drücken. Du hast gesagt, bist du soweit? Ja, dein Termin. Schaffst du es, Buddy? Geh nochmal zu. Oh. So. Hey, Kamil, wo bist du? Und der LKW. Ja, was ist mein eigenen? Warum hast du einen eigenen? Wozu brauchst du einen LKW? Im Raubisch. Damit er nicht mehr mit in der BGA rumeiern muss. Lol. Jetzt ist das Ding wieder verbuggt. Wer ist verbuggt? Ja, das Holzding, das hat mir gerade rausgeglitscht. Ob es das nochmal fixen? Nein. Da der nächste Patch rauskommt, das weiß keiner. Däh. Ein Patch gab es ja schon. Glaube, oder? Ja. Ja, der Scheiße war. Der Scheiße war. Ist doch so, weil man mit Radar nicht mehr fliegen kann. Ja. Doch, doch, das geht. Ja, aber viel schwieriger. Buddy? Beim Holzklotz dazwischen, ja. Ich fahr mal runter. So, wo muss er eigentlich hin? Unten zum Güterbahnhof, oder? Du kannst am Güterbahnhof, du kannst es auch hier oben in der Sägerei reinschmeißen. Willst du mich verarschen? Wie soll ich das mit dem LKW da runterkriegen? Ich brauch dann, wenn dann muss ich am Güterbahnhof abliefern. Oh ja, genau, schieb den mal wieder ein bisschen rein. Nein, andersherum. Was machst du da? Das geht nicht. Frage ist, was machst du da? Du musst deine Gabel noch nach hinten klappen. Geht auch noch. Da kriegst du den Stamm noch weiter hoch. Nee, ist es nicht. Oh. Genauso. Achso, das geht nicht mal weiter, lol. Nee. Ja, du musst halt den Stamm mittiger nehmen. Ja, ja, ich lass dich noch ein bisschen probieren. Ich fahre jetzt erstmal die Stämme hier weg. Jetzt, oh, nett, hör auf. Buddy. Was sind wir am Drehen? Das Ding ist echt komisch. Ich mag das nicht. Ja, dann lass mich dann weiterfahren. Dann leg du da ordentlich Holzstücke hin. Schnapp den Harvester und leg 8 Meter Stücken dahin. Meine Güte, sieht so aus wie ein Saustall. Echt? Kommt mal auf dort. Wir haben auch deswegen schon ganz schön viele Bäume aufgeladen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und da passen ungefähr 20 rein. 8 mal 8 Meter. Erstmal quer durchs Maisfeld durch Äpfeln. So, verdient er jetzt auch mal Kohle. Hallo? Alter, wie viel Geld hast du ausgegeben? Ist so. Für einen neuen LKW. Warum? Weil wie ein Baum. Warum zu einem neuen LKW? Ja, dass ich wenigstens meinen Anhänger hier oben da fahren kann. Was für ein Anhänger? Ja, den Anhänger für den Mais und so. Ja, warum brauchst du denn fahren? Weil dann kann ich nämlich, den Kronen Teil nehme ich auch Pfeffer ein, dann fahre ich nämlich hin und her. Hab's. Alter, kann man. Ja, weißt du, wenn wir mal ordentlich über die normalen Straßen fahren, was ist überall stehen Geräte im Weg? Ja, bald wird die komplette Map hier so sein. Steht überall was. Baumfeld! Ist doch scheiße gefallen. Ich muss nur schauen, ob ich das abliefern muss. Linke Seite, links ran und dann immer geradeaus hochzu. Alter, was geht beim Harvester ab? So, schau mal. Wer verdient jetzt gerade Geld? Ich. Hör mal bitte kurz auf. Jetzt haben wir 170.000. Ja. So. Einmal aufmachen. Geil, kann man richtig abschütten, Alter. Na, fall runter. Fall runter. Hallo? Hier liegen noch 2 Stämme jetzt. So. Wie viel haben wir? 170, ne?
Jetzt habe ich abgeschüttet. 170. Haben wir jetzt schon mal 28.000 verdient. Und jetzt schickt man einen Zug los. Er kann es nicht lassen, ne? Also 10.000 müssen wir abziehen. Jetzt schütt aber mal bitte nichts mehr rein. Nee, nee. Kannst gleich wieder reinschütten. So, bei 170, also na, sagen wir mal bei 180 haben wir angefangen. Ey, das geht voll easy mit dem LKW abzuschütten und so, ne? Fährst einfach ran, klappst ihn hoch und er schüttet die kompletten Bäume einfach ab. Total geil gemacht. Gefällt mir richtig gut. Ja genau, da ja auch häufiger die Frage kommt, welche Mods und sowas wir benutzen, schaut mal in die Videobeschreibung, unten ist die Verlinkung zu fatalityzocker.de und da steht ja dann auch die ganzen Mods, die wir benutzen, inklusive auch der Download-Links. Boah, Alter, wir haben jetzt 70.000 verdient, oder? Ja, dann haut die Hacken hinterher. Buddy! Aha. Wir haben jetzt ganz schnell 70.000 verdient, alter Schwede. Ja, ich kenne das. So, okay. Wo waren wir denn? Irgendwo da drüben. Glaube ich. La la la. Die Arbeitslichter sind irgendwie geil. Die schaut cool aus. Mann. So. Ich stelle mich jetzt am dümmsten hin. Ja, geil, hab ich geschnitten. Ja, du hast schon geil geschnitten, aber... Hab ich nicht. LOL! Das haben wir vorhin geschnitten. Jetzt haben die sich doppelt hinterher geschoben. Was kannst du? Ich bin gerade am überlegen, wie ich mich jetzt hinstelle. Aber ich stelle mich am besten auf den Weg hin. Auf jeden Fall gibt es richtig cool Kohle, alter Schwede. Wenn du das Ding einmal voll weglieferst oder so, das kostet wahrscheinlich eine halbe Mille. So, okay, aussteigen. Wir müssten irgendwie mal, warte mal, ich schiebe erstmal das Hackschnitzelgerät noch ein bisschen zur Seite. Das stört ein bisschen. Oder so, ja. Wo sind wir denn? Trolley? Scorpion King? Timberkran? Ja, oh, scheiße. Gülle, die wir verarbeiten. Oh, Alter. Die was? Die Gülle. Gülle? Gülle. Ja, zurücksetzen. Ah. Ja? Oh. Buddy! Oh. Aber ich nehme erstmal das hier unten, das Zeug. Gute Nacht, ne? Heiermann? Ja, war grad so. So. Schauen wir mal. Gülle ist mega. Jetzt wird die ganze Scheiße hier aufräumen, ey. Ich mal alles rausschieben. Oh. So, und auf geht's. Ja, ich will zwei Baumstämme mit dir rumbacken, Alter. Fahr halt drüber, Mann. Du hast ja viel größere Räder, wie dieser Scheißbaum ist. Mann. Hallo. Hi. Der kommt einfach nicht über diesen blöden Baum. Jetzt. Das gibt's ja gar nicht. Scheuer das. Ja, der kann's fahren nicht. Ja, der will den Baum hier nicht annehmen. Der blockt den mal weg. So, jetzt habe ich es aber. Schau mal, Buddy, so nimmt man Bäume. Ja, und der will den Baum hier nicht, ne? Welchen? Den hier. Oh, jetzt bin ich daneben. Na, vielleicht ist es ein Buggy-Baum. Ah, Sägen. So, in welche Richtung will ich schieben? Die da.
Nein! Nein! Oh. Klasse. Ich komme halt oben drüber. Wieso komme ich jetzt da nicht oben drüber, Alter? Will der mich verarschen? Oh lol! Dann ist man jetzt sogar schlau. Wie ich ein Salto-Rad gemacht habe mit dem Baum. Echt? Da hat sich das ja das Holz hat sich da bewegt hier alles. Das ist ja mein schlauen Helfer. Ich habe hier Chaos gemacht. Ist nicht so schlimm. Ich suche mir gerade irgendwie eine Möglichkeit. Ich krieg das Holz hier nicht ordentlich hin. Ich suche hier echt gerade eine Möglichkeit, wie ich hier am besten aufladen kann. Ich glaube, du musst anders parken, dass du eine Höhe hast und der Hänger weit unten steht. Ja, das bin ich ja gerade. Ich suche gerade so einen Platz dazu, wo ich das haben könnte. Ja, hier bei mir hinten ist sowas. Aber irgendwie. Kann ich. Boah, ich lade das aber jetzt hier ab, ne? Ja. Mann, alle mit dem LKW durch den Wald ist aber auch nichts, ne? So, wenn wir den einfach so ranstellen, müsste eigentlich auch gehen, oder? Eventuell. Ja, mal versuchen. Meine Herren. Also vorhin hat es besser geklappt mit dem Einladen. Komm. Schau, ob es hier geht. Ja, hier schaut es besser aus. So ein bisschen weiter rüber. Bei dir legen wir nicht ganz so viel Holz hin, bitte. Okay, dann höre ich erstmal auf. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen was wegkriegen. Holz. Passt das? Ich glaube ja. Oh. Hallo? Hör auf zu backen. Fall halt da rein, Mann. Ein Max müde. Nee. Oh, Buddy! Was ist denn da? Ich hänge irgendwie. Das sieht nicht gesund aus, was du da tust. Ich häng? Oh. Hängen geblieben, ne? Ja. Ich habe mich am Hänger eingehakt. Willst du da nicht machen? Echt mal. War, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Mann, was soll denn das? Ich will hier wieder raus. Jetzt, oder? Warte mal. Ah, jetzt. Achso, Alter. Ich wollte gerade aufmachen. Ah, du kannst du auch machen? Ah, na gut, okay, du kippst aber, ne? Ja, du kannst über so kurz, ist halt immer so. Hm. Dass es gerade mal so aufgeht und wieder zumachen. Aber, der Abkippmechanismus ist echt geil. Vor allem dann zum Abladen von den Bäumen ist echt cool. Guck mal, hinten ist der Stefan. Hi. Der Spacken? Ja, der vor uns. Der mag uns sowieso mal nicht. Der spielt immer ohne uns. Moment mal, gar nicht wahr. Klar. Was hast du mit dem für einen geilen Helfer? Er hat einen geilen Helfer. Stefan, der Helfer kann irgendwie nix. Nein! Na, ja, das wird Stefan sein, oder? Moment mal, nee. Was machst du hier, Stefan? Oh, ach, bin ich blöd, Alter. Ich guck mal, was der Helfer hier macht. Ich bin blöd. Da hast du mal recht. Nee, ich habe jetzt gerade drei oder vier Stämme schon gehabt und habe sie wieder losgelassen oben. So. Aber jetzt. Und zack. Okay. Aber jetzt hast du mich wohl alleine im Wald gelassen. Guck mal, was der Helfer tolles macht. Tolles Produkt.
Was ist das jetzt für eine? Das ist ein Helfer, der düngt und grubbert, oder? Der fährt auch gerade. Der Helfer war wenigstens so schlau gewesen. Er ist um den Baum herumgefahren. Echt? Ja. Sind verschiedene Helfer? Wusste ich noch gar nicht. War aber, glaube ich, auch Zufall, oder? Glaube ich auch, dass es Zufall war. Oder haben wir einen neuen Helfer eingestellt? War der Franzosen? Nee. Franzosen können das nicht. So. Ja, Buddy, Hauptsache mit dem Lambo erstmal in den Wald gefahren. Boah, schau mal an hier. Hä, ja, schau mal, das ist Effektivität. Ich muss ja gucken, was du für Arbeit machst hier. Schau mal an, das ist Effektivität, wa? Alter. Hast du aber auch gut gelegt, die Bäume, muss ich echt sagen. Also der Platz hier ist zum Hinlegen echt gut. Hä? Fährst du das Holz diesmal weg oder soll ich wegfahren? Also schmeckt eigentlich egal. Na wohl, du kannst ja in der Zeit wieder neues Holz machen. So. Aufmachen. Komm. Oh, nett. Oh, nett fliegen, bitte. Bitte nicht fliegen. Scheiße. Oh. Jetzt. Oh. Nur nicht wegfliegen. Bei dem Spiel weiß man nie. Müsste reichen, oder? Ja, ist fast voll. Ein Lambo geparkt, ne? Ach, du hast hier oben noch mehr hingelegt. Aber die kriegt, glaube ich, nicht mehr rauf, oder? Was meinst du? Nee. Ich fahre, glaube ich, jetzt mal weg. Ich voll. Genau, fahr mal mit. Komm mal, neuen Baum. Ja, wo fahre ich mit? Alter, ich steige in den Lambo. Ah, der LKW, das war eine gute Anschaffung. So, warte mal, wir müssen quer drüber. Kein Licht an. Oh, ich auch nicht, warte jetzt. Jetzt haben wir noch ein paar mehr Stämme. Weil wir müssen ja jetzt Geld verdienen, weil Stefan macht ja nichts mehr. Also nur noch am Rumpdümpeln. Oh. Ja, ich bin am Rumpdümpeln. Die ganze Zeit. Wo müssen wir denn? Irgendwo hier drüben ging's rein. Irgendwo hier ging's rechts rein. Gleich in Folge. Oh, da wo dein Helfer steht, der um Bäume rumfährt. Welcher Punkt sein? So. Ah, da bist du ja hin. Ja, du bist eh schneller wie ich, oder? Ja, ich hab mich aber gerade umgedreht. Weil er so super rutschig ist, das Ding. Ja, das ist ein bisschen ätzend. Warum ein Auto, was nicht so rutschig ist? So. Oh yeah. Pass auf jetzt, das Abkippen ist total geil. Warte, ich bin noch nicht da. Ach, da ist voll jemand gefahren. Ding ist so rutschig, ne? Fertig? Schau. Das ist so easy, das Abladen. Also noch den Zug schon losschicken? Kannst du schon machen, ja. Oh, ich sehe dich nicht mehr, Buddy. Ne? Ne, vorher habe ich dich noch gesehen, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Tschüss, Zug. Kann dir gerade vorstellen. Ich muss echt da vorstellen. Ah, Buddy auch. Ich habe nichts gemacht, ich bin doch kurz gefahren. Ja, ich wollte dich nicht rammen, deswegen bin ich in die Wand gefahren. Buddy, weißt du, was mir gerade so einfällt? Folge vorbei ist? Nee. Was denn? Ist gar nicht. Was denn? Pass mal auf, wenn ich jetzt hier runterklappe, ne? Da hast du eine richtig krasse Sprungschanze.
Rückewagen zuklappen, achso. Was da wohl jetzt passiert, wenn jetzt hier der Zug dagegen fährt? Du fliegst. Ah genau, du fliegst nicht, aber du kannst bestimmt hier reingehen. Oh, scheiße. Oh. Du müsstest mal ein bisschen schräg rauffahren. Ja. Oh, jetzt. Nein, warum? Hier, komm runtergetappt. Nix, ich muss arbeiten hier. Komm runtergetappt. Ja, hat der Zug eigentlich schon Geld gemacht? Keine Ahnung. Ja. 50.000. Warte. Gut, nichtsdestotrotz würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es ja wieder heißt LS15. Bis dahin. Tschüss.